Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, dass ihr hierher gedrückt habt mit eurer Maus auf euren TV-Geräten oder vielleicht sogar live im Kino. Ich habe keine Ahnung, wo man, vielleicht gibt es irgendwo ein YouTube-Kino, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es heute um das Vorbereiten, also das, was vor dem Furnieren passiert. Spanplatten werden größtenteils furniert, also diese 19 mm Spanplatten sind dann Küchenfronten oder Türblätter werden furniert, die sind dann 40 mm, das sind so Spanplatten mit Rohr zu Öffnungen drin, damit das Gewicht reduziert wird. Man kann MDF-Platten, hier in meinem Fall Tischlerplatten, also ich furniere 19 mm Tischlerplatten mit Stäbchen innen, Stäbchen aus diesen Grund, die Platten sind etwas stabiler, wie wenn die Stäbe drinnen sind. Die Stäbe sind breiter und somit verformt sich das etwas mehr. Meine Tischlerplatte hat ein MDF-Deck. Es gibt Tischlerplatten mit Furnier, die man dann später wieder furniert. Und dieses Furnier würde man durch die andere Furnier eventuell durchsehen. Daher ist dieses MDF-Deck hier, damit man das nicht sieht. Ich spanne hier Anleimer drauf, also mit den Zwingen. Wenn die Furnier dann drauf kommt, hat man seitlich die Anleimer und kann dann eine kleine Rundung rauffräsen oder Kanten brechen oder ähnliches. Der Anleimer sollte nicht unnötig breit sein, denn man sieht es oft bei Möbel, dass sich im Furnier dann irgendwie der Anleimer durchzeichnet. Also wenn er zu feucht war, trocknet er im Nachhinein zusammen und dann sickert das, also dann sinkt das Furnier so ein, oder wenn er zu trocken war, dann geht er auseinander und dann sieht man eine kleine Stufe. Daher ist es besser, den Anleimer nur wirklich so groß zu machen, wie man ihn braucht. Wenn ich nur Kanten brechen will, ist es sinnvoll, man macht einen 3 mm Anleimer gerade so, dass man ordentlich Kanten brechen kann, aber trotzdem noch wenig hier ist, was sich durchsetzen kann, also was sich abzeichnen kann. Ich habe in meinem Fall hier 5 mm Anleimer genommen. Mit der Hobelmaschine kann man 5 mm nicht schön hobeln. Das werdet ihr schon selbst gesehen haben, wenn ihr es probiert habt. Jetzt bin ich in die Tischlerei gefahren in der Nähe und habe das kalibriert. Kalibrieren heißt mit einem groben Schleifpapier, also mit so einem 60er Band durch so eine Breitbandschleifmaschine. Da kann man auf Zehntel genau arbeiten. Das war so präzise. Ich habe meine Anleimer dann auf 6,3 mm circa geschnitten und habe dann mit dem 60er Papier heruntergeschliffen auf 5,3 und die letzten 3 Zehntel habe ich dann mit einem 120er Papier glatt geschliffen. Also meine Anleimer sind jetzt auf einer Seite mit einem 60er Papier, das ist die Leimseite, und auf der anderen Seite, die Seite, die ich schon sehe, habe ich mit einem 120er geschliffen. Damit ist die Oberfläche schon wirklich schön sauber und ich muss nicht unnötig viel später wegschleifen. Außer beim Furnieren kommt ein Leim auf den Anleimer, da muss man etwas schleifen, aber nicht mehr so viel. Und man kann auch das Maß der Platte besser einhalten. Wenn ich jetzt diese Platte gemacht hätte, 50 cm, und später hätte ich weggeschliffen, einen Millimeter auf jeder Seite, hätte die Platte nur mehr 49,8. Hier in meinem Fall habe ich trotzdem noch circa die 50 cm, weil die Anleimer schon vorgeschliffen sind. Das sind so Kantenzwingen, die habe ich mir gekauft, die klemmen sich, verkeilen sich an der Platte und ich kann hier Druck ausüben. Natürlich nicht so viel wie mit Zwingen, daher setze ich die nur am Rand an, wenn man alleine arbeitet, dass das alles hält. Wenn das dann fixiert ist, gebe ich richtige Zwingen nach. Ein Beilagbackel gebe ich auch an die Kanten. Erstens ist der Druck gleichmäßig und die Kante liegt überall gleichmäßig an. Wenn ich jetzt kein Beilagbackel geben würde, dann würden die Zwingen Druck machen und ich hätte Sutten. Der Anleimer würde anliegen, 5 cm weiter würde er nicht mehr 100% anliegen. Daher so ein Backel geben, dann teilt sich der Druck gleichmäßig auf und der Anleimer, das ist eine Schnurgerade hier. Dieses Backel schützt den Anleimer vor Beschädigungen. Hier sieht man den Druck der Zwingen, aber hier nicht. Und das ist wichtig, denn diese Kante soll ja eigentlich schon fertig sein, zu 90% zumindest. Ich habe das zuerst mit einem Klebeband auch etwas fixiert, damit sie mir nicht verrutschen können. Das werde ich beim nächsten nur mehr zweimal tun. Die gehen etwas blöd herunter und ich habe dann hier Klebebandreste. Der Anleimer springt hier circa 2 mm vor. Da gibt es dann so eigene Fräsen, wo man das durchtauchen kann und das wird bündig gefräst. Man kann sich auch so kleine Handmaschinen kaufen, mit denen man das bündig fräst. Die sind extra für das hier geeignet. Ich will jetzt einmal für mich in der Werkstatt hier ein Kästchen bauen und für vorne im Haus einen schönen Kirschsekretär. Da brauche ich jetzt nicht eine Maschine kaufen. Da fahre ich mit dem Putzhobel drüber
oder mit einem groben, mit einem 60er bei mir, mit der Bahnschleifmaschine, mit dem Putzhobel könnte es auch gefährlich sein, wenn ich es einmal falsch erwische und mir reißt der Anleimer ein. Auch mit der Oberfräse stehend, wenn man viel Gefühl hat, könnte man bündig fräsen. Ich werde das mit der Bahnschleifmaschine, glaube ich, machen. So viel habe ich auch nicht. Wichtig auch bei Anleimern, also Holz arbeitet ja und es arbeitet in jede Richtung anders. Ich werde euch das kurz hier aufzeichnen. Wenn man jetzt hernimmt, das ist der Baum und das Holz, die Jahresringe sind so, dann arbeitet das Holz so in diese Richtung, also tangential circa 6-10% und in die Länge arbeitet es nur circa 0,3%. Radial, also quer durch quasi, arbeitet es circa 3-5%, grob gesagt. Wenn ich jetzt die Platte hernehme, meine 19er Platte, und hier zeichne ich jetzt den Anleimen. Ich zeichne zwei Versionen ein. Die eine Version ist, hier wären die Jahresringe so und hier wären die Jahresringe stehend. Dann ist die richtige Art, den Anleimer zu setzen, das hier. Das hier ist richtig. Denn so arbeitet das Holz circa 3-5%. Und so würde es in dieser Richtung 6-10% arbeiten und es arbeitet so 3-5%. Das heißt, wenn hier die Furnier drüber kommt, wird sich das eher weniger abzeichnen. Wenn ich hier eine Furnier rübergeben würde, würde das auf jeden Fall später sichtbar sein, weil der Anleimer zu viel in diese Richtung arbeitet. Diese Anleimer so herauszuschneiden, bedeutet natürlich, dass sehr viel Verschnitt ist und dass auch jede Menge Zeit dafür erforderlich ist. Hier habe ich mir jetzt die Arbeit gemacht, habe das alles herausgeschnitten, dass die Jahresringe wirklich optimal sind. Kann man das erkennen? Die Jahresringe? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Auf jeden Fall überall richtig. Und auch habe ich sie hier auf die Leiter gelegt, damit neben der Ofen die Hitze bringt, die diese kleinen Anleimer brauchen, um unter 10% zu trocknen. Ich hoffe es zumindest. Denn wenn sie unter 10% sind, ist das das Optimalste, was man machen kann. Also wenn sich der Anleimer dann abzeichnen sollte, bin ich unschuldig. Ich habe alles gemacht, was man machen kann. Ich habe die Anleimer so dünn wie möglich gelassen. Ich habe die Anleimer getrocknet. Ich habe auf die Jahresringe geachtet und habe mit dem Holz gesprochen. Geredet auch noch. Also alles auf einmal. Und ich hoffe, dass der Anleimer wirklich lieb und nett zu mir ist. Und dieses Teil ist jetzt fertig. Ah, den Zuschnitt könnte ich euch auch noch kurz sagen, wie ich das hier gemacht habe. Bei Tischlerplatten ist es ja etwas gefährlich, da muss man ja darauf achten. Hier ist das Hirnholz und die Furnier, die ich raufgebe, läuft in diese Richtung Längsholz genauso wie die Mittelschicht. Der Anleimer quasi ist ein Fach, das zeigt hier meine Richtung. Und das hier ist die Breite und in die Länge ist, wo das Holz hinwächst. Das habe ich hier raufgeschrieben immer, die Breite in Millimeter und die Länge, dann kann ich mich nicht mehr vertun und ich muss auf der Kreissäge nicht mehr allzu viel darauf achten, was ich mache. Jetzt habe ich hier mein Seitenteil mit einer Länge von 550 und hier 67,1. Eine 19er Platte habe ich genommen mit Kirschfurnier und Kirschanleimer. Die Stärke einfach hergeschrieben, 3 mm, dieses Teil zum Beispiel hat 3 mm Anleimer. Und hier sehe ich, ob ich auf Gärung schneiden muss oder nicht. Und so habe ich mir das alles zusammengeschrieben. Dann habe ich es auf der Kreissäge natürlich sehr einfach. Diese 3 mm Anleimer habe ich nur dort gesetzt, wo wirklich eine sichtbare Fläche ist. Ansonsten habe ich überall 5 mm Anleimer genommen. Warum 5 mm? Weil es leichter zu rechnen ist. Das ist der einzige Grund. Mit diesen 3 mm, ich verrechne mich so oft, dann rechne ich 10 minus 3 plus 3 minus 3, dann kenne ich mich gar nicht mehr aus und bin total verwirrt. Daher 5 mm, wo man das wirklich sehen könnte, weil die Sonne spiegelt auf einer Platte oben oder dergleichen, habe ich wirklich nur 3 mm Anleimer genommen. Und jetzt seid ihr dabei, wie ich einen Anleimer setze. Ich habe da jetzt ein eher kleines Teil genommen, damit ihr auch noch ordentlich hersehen könnt. Wenn ich jetzt ein großes Teil genommen hätte, dann würdet ihr mich gar nicht sehen, weil das Teil über alles drüber schauen würde. Hier habe ich mir hergezwingert, dass ich die Platte hereinstellen kann. Hier habe ich mir ein X hergemacht. Und hier habe ich draufgeschrieben, was das für eine Platte ist. Sinnvoller ist es, wenn ich ein Klebestück nehmen würde, dann würde ich es raufschreiben, denn die Platte wird dann wieder geschliffen, dass der Anleimer wirklich 100% bündig ist, also mit so einer Breitbandschleifmaschine. Und dann wird furniert und dann weiß ich wieder nicht, was das ist. Und so habe ich das Klebeband, das kann ich nebenhin kleben und dann kann ich es wieder raufkleben und ich weiß bis zum nächsten Zuschnitt, wenn es dann genau geschnitten wird. Also das hier sind vier Teile eigentlich.
Die mache ich in einem durch. Beim Furnieren ist das viel einfacher und später werden sie dann aufgeschnitten und gespaltet. So, jetzt nehme ich mir einen Anleimer. Das hier ist das Hauptinnen, die vier Stücke. Da muss ich darauf achten, dass die Anleimer schön sind. Und ich schaue da auch, dass eine interessante Holzstruktur drinnen ist. Das zeichne ich mir an. Dann immer schauen auch, dass die raue Seite geleimt wird und die schön geschliffene heraus ist. Sonst wäre die Arbeit unnötig gewesen. Jetzt leime ich mir diese Kante an. Jetzt lege ich mir das her, teile links und rechts das auf. Zum Glück sind sie schön gerade und fixiere mir das einmal hier. Wenn ich Gärung verleime, wird das dann noch spannender. So, und einmal hier. Dann lege ich mir dieses Beiholz, also damit ich gleichmäßig Druck und so weiter. Und jetzt gebe ich an den Enden eine Kantenzwinge. Er ist etwas verrutscht, aber trotzdem noch im Rahmen. Schneide ich mir hier noch was, damit ich etwas höher bin. Also diese Beilage hier unten hätte jetzt Sinn gehabt, wenn die Platte größer gewesen wäre. Bei dieser Platte wäre mir jetzt runtergefallen. So geht es mir. Jetzt schreibe ich mir die Uhrzeit noch drauf. Durch die Uhrzeit, die ich jetzt draufgeschrieben habe, weiß ich ganz genau, wann es eingespannt ist und wann ich es wieder lösen kann. Ich lasse sie circa 20, 25, 35 Minuten eingespannt und dann kommt das nächste an die Reihe. Ich tue immer nur eines und eines, dann habe ich in der Zwischenzeit fürs Leben ein wenig. Daher ist es wirklich sinnvoll, auch wenn man wenig Zwingen hat. Am besten man verkauft noch ein paar, dann hat man noch mehr Pausen und noch mehr Freizeit. Was ihr jetzt wahrscheinlich gedacht habt, ist, ich habe einen Leim aufgetragen und durch diesen Leimwasser ist ja der Anleimer wieder feuchter. Ja, genau so ist es. Der Anleimer zieht durch den Leim natürlich wieder Feuchtigkeit. Wenn ich jetzt morgen gleich bündig schleifen würde, den Anleimer, und gleich furnieren würde, würde er im Laufe der nächsten 10, 12 Tage zusammentrocknen wieder. Und wenn er in einem beheizten Raum ist, dann hätte ich eine Sutte. Also er würde kleiner werden und würde das Furnier einen halben Viertelmillimeter mit nach unten nehmen. Und daher lasse ich das jetzt quasi ein paar Tage stehen, damit die Feuchtigkeit des Leimes heraus kann. Ich kann den Anleimer jetzt schon bündig machen mit der Schleifmaschine, aber ich meine kalibrieren, also die ganze Platte bündig schleifen und furnieren. Das mache ich erst in ein paar Tagen. Wir sind gleich wieder hier. Leider haben wir nur eine Gluppe. Eine Gluppe. Hätten wir mehr Gluppen, könnte ich viel mehr Gluppen auf die Wäsche geben. Aber so ist es. So, jetzt geht's weiter. Der Leim sollte jetzt so weit gezogen sein, dass ich eventuell schon eine zwinge. Jetzt zeige ich euch noch zwei verschiedene Arten, quasi ein Dürl zu bekannten oder eine Tischplatte oder eine Ladenblende. Ich habe hier die Anleimer einfach gerade gelassen und jetzt werde ich sie mit der Japansäge absetzen, dass ich hier gerade bin und dann kann ich hier einen Anleimer durchgehend geben. Das heißt, das Hirnholz wird hier dann abgedeckt und diese Seite ist die Seite, die man von vorne sieht. Bei einem Dürl zum Beispiel oder bei der Lade wäre das dann oben, dass oben kein Hirnholz ist oder man lässt das durchgehen. Eigentlich muss man das jedes Mal entscheiden, wie es gerade für das Objekt, was man macht, am besten ist. Und dann werde ich euch noch zeigen, eines, wie ich es auf Gärung schneide. Hier ist es natürlich am allerbesten, wenn man dieses Teil um 2 cm oder um 1 cm länger lässt, die Anleimer raufgibt und dann mit der Kreissäge nachschneidet, dann ist das 1000%ig. Mit der Handsäge wird das natürlich nicht 1000%ig, aber
es ist ruhig und ich liebe es, mit der Handsäge zu schneiden. Und die Ruhe, die Kreissäge ist sehr laut und das will das Brett nicht und ich auch nicht. Jetzt gehe ich mit der Säge ganz an die Platte an. Und ab hier geht es wieder ganz normal weiter mit Anleimer abschneiden. Hier wäre es natürlich sinnvoll, schon vorher abzulängen, damit man die Seitenkanten nicht mehr verletzt. Aber ich sehe die Seiten da nicht. Mir geht es darum, hier wird eine Schattenfuge eingefräst. Also ich kann das ruhig im Nachhinein abschneiden und das wird genauso passen. Aber wie gesagt, wenn man jetzt ein Dürl macht oder so und die Seiten würde man sehen, wäre es ratsam, die Leisten vorher abzuschneiden oder gleich auf Gärung schneiden. Das kontrollieren, die geschliffene Seite, also die schön geschliffene, ist hier, sind keine Verletzungen und so weiter. Kann ich das hier vorsichtig herlegen. Würde ohne das, glaube ich, auch gehen, aber ich will jetzt nichts riskieren. Mit diesen Kantenzwingen kann ich auch sehr gut steuern, wo sich der Anlehmer hindrückt, also ob er so oder so verrutscht. Wenn ich ihn so zu mir neige, würde er den Anleimer nach außen zu euch hindrücken und wenn ich ihn so schräg setze, drückt er ihn zu mir. Also am besten ist das natürlich schön mittig, aber wenn er jetzt schon irgendwie verrutscht ist, kann man diese Technik anwenden, um den Anleimer wieder halbwegs in die Bahn zu bekommen. Ich werde diesen Anleimer jetzt nur mit Kantenzwingen befestigen, dass ihr seht, das geht genauso. Das ist dann natürlich komplett stressfrei. Hier habe ich die Technik schon gebraucht, die habe ich ein wenig schräg ansetzen müssen. So, das lassen wir jetzt trocknen. Ich schreibe die Uhrzeit wieder auf. Es ist 11.58 Uhr. Das kann ich dann in 20 Minuten ausspannen. Die Vorbereitung des Furnierens ist eigentlich relativ unspektakulär. Furnieren würde wahrscheinlich interessanter sein, aber ich habe keine Furnierpresse und ich weiß nicht, ob ich dort filmen darf, wo ich furnieren tun.